Herzlich willkommen. Mein Name ist Silke Mara. Ich spreche Sternensprache, Lichtsprache und übermittle Botschaften in Form von Geschichten. Heute lese ich euch eine Geschichte von mir vor mit der Überschrift Immerwährendes Ja. Isolde ist eine mutige Frau. Stets ist sie darauf bedacht, für andere einzustehen, wenn diese zu schwach sind, die Gerechtigkeit zu schützen und das Richtige zu tun. Es waren hohe Ansprüche, die sie im Laufe der Jahre immer ernster und trauriger werden ließen. Überall sieht sie Schatten und Dunkelheit. Es scheint eine Arbeit, die nie endet. Kaum ist die eine Sache erledigt, ein Mensch unterstützt, die Gerechtigkeit wiederhergestellt, tun sich zwei neue Felder auf, die beackert werden müssen. Es hört nie auf. Isolde ist müde. Mittlerweile fühlt sie sich im immerwährenden Kampf verloren. Eines Nachts steht sie am Fenster und blickt hinaus in die Dunkelheit. Einer der Sterne blinkt auf und scheint Isolde eine Botschaft bringen zu wollen. Sie seufzt. Was willst du mir sagen, kleiner Stern? Müde kehrt sie dem Fenster den Rücken zu und setzt sich an ihren Schreibtisch. Ihre Hand greift zur Schreibfeder. Nachdenklich taucht sie die Feder in das Tintenfass und beginnt zu schreiben. Sie schreibt alles auf, was ihr in den letzten Jahren begegnet ist, erzählt von Kämpfen, den Siegen und den Niederlagen. Isolde schreibt. Der Mond steht mittlerweile hoch am Himmel und beginnt seinen Weg, um wieder herabzusteigen. Die Morgendämmerung kommt, der Tag bricht an und Isolde beendet ihr Schreiben. Sie betrachtet die Blätter. Es sind so viele Erlebnisse. Alle schildern ihre Kämpfe. Hatte sie etwas verändert? Ja, sie hatte vielen Menschen geholfen. Doch für jeden Menschen, dem sie beigestanden hatte, tauchten zwei neue auf, die sie um Hilfe ersuchten. Irgendetwas läuft da schief, grübelt Isolde. Sie reckt sich, ihr Körper schmerzt, ihre Schreibhand fühlt sich fast taub an. Isolde starrt vor sich hin. Sie ist entmutigt. Seelischer Schmerz steigt in ihr auf und wird immer stärker. Der Schmerz rüttelt und schüttelt sie. Isolde legt ihre Arme schützend um sich selbst. Es ist das erste Mal seit Jahren, dass sie sich schutzlos fühlt. Ein Abgrund öffnet sich und Isolde fällt hinein, tiefer und tiefer. Spät am Abend öffnet sie die Augen. Vor Erschöpfung nach dem langen Weinen war sie eingeschlafen. Im Traum hatte sie noch einmal all ihre Erfahrungen als Beobachterin betrachtet. Das war eine neue und interessante Perspektive. Sie hatte beobachtet, dass es auf jede Aktion eine Reaktion gab. Kämpfte sie gegen etwas, dann wurde die stärker. Oder woanders erhob sich etwas Negatives stärker. Es schien aussichtslos.
Im Traum sah sie außer sich selbst auch eine junge Frau. Auch ihr Tun betrachtete Isolde. Diese junge Frau setzte sich auch für Menschen ein, indem sie ihre Stärken stärkte. Der Dunkelheit begegnete sie stets liebevoll, so dass diese sich zurückzog oder ihr Handeln mehr ins Positive lenkte. Dies zu sehen, war für Isolde sehr erstaunlich. Vor allem, weil die junge Frau keine Kraft verlor. Im Gegenteil, sie wurde von Mal zu Mal stärker. Sie wuchs mit ihren Aufgaben. Isolde richtet sich auf. Nun weiß sie, was zu tun ist. Sie hatte die Frau genau beobachtet. Diese hatte einen starken Glauben an das Gute und Vertrauen in das Göttliche. Isolde spürt, dass es Zeit ist, auf einen anderen Weg zu lenken und loszulassen. Nicht sie muss ihr Leben lenken. Das Göttliche in ihr ist nur allzu bereit dafür. Isolde muss nur loslassen und vertrauen in eine Kraft in ihr, die mehr weiß als sie selbst. Sie lächelt. Der neue Weg hat sich geöffnet. Und aus dem Nein zu all den Widrigkeiten wird ein Ja. Und eine tiefe Erleichterung breitet sich in ihr aus.